Yo YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 19. Karriere mit dem ersten FC Kaiserslautern. Wir sind aufgestiegen in die zweite Bundesliga und absolvieren jetzt erstmal unsere Testspiele im European International Cup. Was ich aber jetzt nochmal nachschaue, weil was die Vorgaben des Vorstands sind in dieser Saison, das muss ich mir erstmal zu Gemüte ziehen jetzt. Ziele im Überblick. Bei der Nachwuchsentwicklung geht es um die Förderung junger Talente, sehr hoch. Verpflichte 3 Spieler, ja das haben wir jetzt. Verpflichte 3 Spieler in der Jugendakademie, Position Verteidiger, haben wir das nicht schon gemacht? Markenpräsenz, verpflichte einen wichtigen Spieler für die erste Mannschaft. Position Mittelfeldstürmer, ja klasse. Erfolge, kontinental keine. Erfolge national, zweite Bundesliga Mittelfeldplatz belegen. Ja, so ganz dicht sind die nicht. Wir können froh sein, wenn wir nicht nochmal absteigen. DFB-Pokal-Runde der letzten 32 erreichen, ja. Finanzen, beendet die Saison mit einem Gewinn von 20 Millionen. Ja, also dasselbe Ziel wie in der dritten Liga. Okay. Gut. Die Mannschaft. Lass mal so, wie sie ist. Ja. Mit unserem neuen Torwart Früchtel und gehen gleich direkt mal rein ins Spiel. In das erste Spiel gegen Venlo. Venlo, ist das so belgisch oder holländisch? Keine Ahnung. Muss ich nochmal nachschauen. Tut mir leid, wenn jetzt irgendeiner mitguckt hier, aber ich weiß es nicht. So. Was machen wir jetzt? Ja, wir gehen direkt ins Spiel. Wir machen keine Skillspiele heute. So, da geht es richtig ab. European International Cup, unser erstes Spiel in der Gruppenphase. In einem doch recht schönen Stadion, würde ich sagen. Und wir beginnen mit dem Anstoß. Wir spielen von links nach rechts. Thiele am Ball zu Löhmanns Röben. Der wieder zu Thiele. Albeck. Ja, schade. Langsamer Spielaufbau und dann ist der Fehlpass da. Da habe ich jetzt gerade gesehen, den Typ. Ja, Venlo ist wieder am Kommen. Vorsicht, Vorsicht. Gerade noch abgefangen. Zug am Ball. Zu Spalvis. Spalvis jetzt runter zu Hemlein. Schön gemacht zu Thiele. Dann muss er Hemlein. Nehmen wir jetzt mit dem Schussversuch, aber kann den Ball nicht richtig treffen. Ach, jetzt gibt es da noch einen Foul. Ja, da ist er ein bisschen hart und grob rangegangen, der Spieler von Venlo. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ja, komm. Ja, da war er zu lang im Passspiel. Schön abgelaufen von Löhmanns Röben. Ist mal ganz grün von ihm. Ja, Ball ist schon fast wieder weg. Ne, ist doch nicht weg. Jetzt aber. Ach, schon wieder Fuß dazwischen. Schade. Sehr schön, Ball ist noch im Spiel. Dick am Ball. Dick spielt zu Albeck. Albeck jetzt Querpass. Über den halben Platz zu Zug. Zug jetzt mit dem Pass für Schatt. Schatt müsste jetzt mal reinspielen. Aber er findet den Mann nicht. Dann Kaiserslautern eigentlich relativ gut in der Partie.
Schön mit der Schatt, guter Zwischengang. Löhmanns Röhm, sehr gut gemacht. Gut verteidigt. Ach, da sind dann zu viele Leute um den Mann drumherum. Ist der Ball gleich wieder weg. Aber Spalbes mit dem Ballgewinn im Mittelfeld. Sehr gut gespielt. Ah, schade. Da passt die Abwehr von Venlo gut auf. Der Ball ist noch im Spiel. Kaiserslautern immer noch im Ballbesitz. Venlo kommt da nicht richtig klar mit Kaiserslautern. Jetzt mal vielleicht die Flanke. Kommt die Reihe? Ja, das ist 1:0 für den 1. FC Kaiserslautern. Ja, in der 32. Spielminute. Durch Zug. Durch eine schöne Flanke. Von ganz rechts außen. Und dann nimmt er den Ball sogar Volley. Und da ist die Abwehr ohne Chance. Wird noch abgefälscht durch Holbox. Oder heißt der so? Heißt der wirklich Holbox? Oder ist das Werbung? Ich weiß es nicht. Sehr schön. Steht 1:0 für den 1. FC Kaiserslautern durch Hendrik Zug in der 32. Spielminute. Weiter geht's. Jetzt müssen wir nachlegen. Venlo hat irgendwie nicht viel zu melden hier in dem Spiel. Das ist schon mal gut. Schönes Testspiel für Kaiserslautern. Jetzt weiß ich nicht, wo Venlo spielt. Spiele die zweite Liga, dritte Liga, ich weiß es nicht. Leichtschussversuch. Oh, Riesenchance in der 37. Spielminute durch Hämlein. Da steht er total frei. Kann gleich abziehen. Und da fehlen nur ein paar Zentimeter bis zum 2:0. Gibt Abstoß für Venlo. Abstoß ausgeführt. Wieder der Ballgewinn für Kaiserslautern. Venlo kommt da überhaupt nicht ins Spiel. Ach, und dann der Fehlpass. Ah, ärgerlich. Jetzt müssen wir aufpassen. Aber der Ball geht zu steil gespielt. Frischl hatten. Er ist überhaupt noch gar nicht ins Spiel gekommen. Glücklicherweise hat er nicht viel zu tun dann. Sehr schön. Hämlein. Ah. Kaiserslautern macht jetzt Druck. Will den Siegtreffer jetzt. Will jetzt die Geschichte hier klar machen mit dem 2:0. Es ist Halbzeitpause. Es steht 1:0 für den 1. FC Kaiserslautern. Eine schöne Partie. Relativ bestimmende Mannschaft. Der 1. FCK. Fendo hat nicht viel zu sagen hier auf dem Platz. Was mir sehr gut gefällt. Und wir gehen in die Halbzeit und gucken mal, ob wir vielleicht noch jemand auswechseln können. Die Halbzeitergebnisse: Fortuna Sittard führt gegen Aalborg BK mit 2:0. Heracles Almelo gegen Le Havre 1:0. Und IF Elfsborg gegen Jagiellonia 1:1. Mein Gott, was sind das für Namen? Ich würde sagen, wir wechseln mal. Wir werden mal den Pick reinbringen für Zug. Zug hat ja schon das Tor geschossen. So, und dann lassen wir mal Bergmann für Thiele. Und dann gehen wir direkt rein in die zweite Hälfte. Venlo mit dem Anstoß. Kaiserslautern von rechts nach links in den roten Trikots. Jetzt müssen wir nachlegen. Gleich der Ballgewinn. Pick zu Schatt. Bergmann am Ball. Albeck, Hämlein. Pick.
Albeck. Schuss und Torwart hält. Vorsicht. Hello jetzt in der Hälfte von Kaiserslautern. Huffbasse. Vorsicht. Abraller gibt nochmal Eckball für Venlo. Ja. Huffbasse. Vorsicht. Früchtel hatten. Er gibt nochmal Eckball für Venlo. Venlo ist jetzt ein bisschen am Drücker. Kaiserslautern kommt hinten nicht raus. Das müssen wir jetzt mal unterbinden. Weg damit, jawohl. Sehr schön aufgepasst von Spalbes. Holt sich den Ball. Bevor hier noch mehr passiert. Ah! Ah, da hat verliert er den Ball im Mittelfeld. Schade. War aber nicht schlecht gedacht. Vorsicht. Venlo kommt. Venlo kommt. Vorsicht, da steht er frei und steht 1-1. In der 62. Spielminute. Kaiserslautern passt ihm nicht auf. Und das ist wirklich Werbung. Das ist kein Name. Holtbox ist Werbung. Ich wäre bekloppt. Zwei Schritte, der das Tor geschossen hat von Venlo. Aber es war ein schöner Treffer. Fast so ähnlich wie unser Treffer, nur mit dem Kopf. Steht er genauso frei, da steht er ganz frei, da darf er niemand so frei stehen hier. Ärgerlich. Ah, hat Früchtel natürlich keine Chance. Weiter geht's. Steht 1-1 hier im European International Cup zwischen Venlo und Kaiserslautern. Löhmannsröben. Ist ärgerlich. Und dann schon wieder so blöder Ballverlust. Ah. Jetzt geht es natürlich wieder Freistoß. Er ist ein bisschen zu hart in den Mann gegangen. Und gibt ihn jetzt auch noch die gelbe Karte. Und Dominik Schatt in der 67. Spielminute die gelbe Karte. Die erste gelbe Karte des Spiels. Freistoß wird ausgeführt. Kann aber geklärt werden. Spalbes hat die Kugel. Und gleich der Ballfeld ist wieder Mittelfeld durch Pick. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass man nicht unter die Räder gerade. Venlo macht wirklich Druck dabei. Komm mal nicht dran, komm mal nicht dran. Vorsicht. Ball immer noch heiß für Venlo. Vorsicht. Oh, Riesenchance in der 72. Spielminute. Für Venlo. Kaiserslautern wird nachlässig. Spielt den Ball nicht konsequent und Venlo kriegt so dann die nächste Chance. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen hier. Schadet jetzt am Ball. Ah, wird er zu spät gespielt, dadurch schon ein bisschen der Gegner dran am Ball und dann kommt er nicht am Mann an. Schön aufgepasst, der Stick gibt nochmal Einwurf für Venlo. Vorsicht, Ball ist draußen, geklärt. Jetzt, wenn es mal schnell geht, könnte man hier Konter fahren. Hämelein jetzt über die rechte Seite. Oh, Leute, Leute, Leute. Nächster Schuss, Nachschuss. Ach, am Tor vorbei. 82. Spielminute. Die größte Chance für Kaiserslautern hier in der zweiten Hälfte. Mehr ist es nicht geworden. Die letzten Spielminuten laufen. Hier im ersten Gruppenspiel für den ersten FC Kaiserslautern. Steht nach wie vor 1-1. Leider Gottes. Oh, 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 oh. Vorsicht. Der Ball geht ins Aus. Gibt Einwurf für die Roten Teufel.
Ja, schön gespielt von Hämlein. Pick jetzt mit der nächsten Chance den Ball rein zur Flanke, aber der kommt auch wieder nicht richtig an. Vorsicht jetzt, nochmal Konter durch Fenlo. Gut verteidigt durch Henald. Aber Fenlo ist konsequent dazwischen. Nachspielzeit läuft schon. Das wird es auch gewesen sein, denke ich. Er wird auch gleich abpfeifen, der Schiedsrichter. Gibt es natürlich hier Punkteteilung. Oder Schatt jetzt noch mit der letzten Chance vielleicht. Schuss! Ah! Gibt nochmal Eckball. In der Nachspielzeit für den ersten FC Kaiserslautern. Da war sie nochmal die Chance zum Lucky Punch, aber der Torwart hält. Es ist auch nicht ganz platziert gewesen, der Schuss. Gibt nochmal Eckball. Ecke wird ausgeführt. Kommt rein, Kopfball nochmal. Und dann ist das Spiel zu Ende. Steht 1:1 nach 94 Spielminuten. Und ja, Punkteteilung zwischen Venlo und Kaiserslautern. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Spiel. Ich werde jetzt nochmal unter meiner Facecam ein Abo-Button einblende. Wer möchte, kann mich gerne nochmal abonnieren. Kostenlos sogar. Ist alles kostenlos hier auf dem Kanal. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal nochmal dabei seid. Und in diesem Sinne, tschüss, euer Chris.